Hallo allerseits, ich möchte euch heute mal ein Hörbuch vorstellen, nämlich Das Licht von T.C. Boyle. Wie auch schon die Terranauten basiert dieses Buch auf wahren Begebenheiten. Ich habe mich da jetzt nicht so wahnsinnig reingelesen, aber es ist mal wieder sehr gut recherchiert, das merkt man. Das Buch beginnt damit, dass der Schweizer Albert Hofmann überhaupt LSD erstmal entdeckt. Das Ganze ist allerdings aus der Perspektive seiner Assistentin erzählt. Auch später wird das Buch aus der Perspektive von Fitz erzählt, einem Doktoranden von Timothy Leary, der auch als Drogenpapst und so Guru der Hippie- und LSD-Bewegung gilt. Leary hat es tatsächlich gegeben, genauso wie Albert Hofmann. LSD gibt es bekanntermaßen ja auch. Ob es Fitz wirklich gegeben hat, weiß ich jetzt nicht. Das habe ich auf die Schnelle nicht rausgefunden. Naja, jedenfalls ist Fitz dann so ein Doktorand bei Leary und ja, irgendwie gerät er dann in so Sessions rein, die Samstagabend sind, wo Psilocybin und LSD verabreicht werden. Und die sollen dann halt aufschreiben, wie das so ihr Bewusstsein verändert und alles. Und es gibt halt ein unheimliches Gruppen- und Gemeinschaftsgefühl, was halt auch so gewollt ist. Mit der Zeit gibt es immer mehr Skeptiker, die bezweifeln, dass diese LSD-Experimente wirklich nur im Namen der Wissenschaft durchgeführt werden. Was man sich als Leser oder Leserin, Hörer, Hörerin auch mal fragen könnte, weil auch Leute wie Fitz' Frau, die halt zum Beispiel keine Doktorandin ist, ebenfalls LSD nehmen. Also, ob das so ganz wissenschaftlich ist. Auf jeden Fall ziehen die auch später alle nach Mexiko, weil da die Regelungen nicht ganz so streng sind wie in den Staaten. Da werden sie irgendwann des Landes verwiesen, bis sie dann, ich glaube 1964, in der Millbrook-Kommune landen. Wenn ihr mal Millbrook-LSD-Kommune googelt, werdet ihr fündig. Ja, diese Kommune hat es anscheinend wirklich gegeben und wir erfahren eben aus der Perspektive, vor allem von Fitz, wie das Ganze so abgelaufen ist, wie eben das die interpersonellen Beziehungen beeinflusst hat mit dem LSD, dieses ständige Grenzen abstreifen, die Gemeinschaft, aber auch die freie Liebe. Wir erfahren aber auch ein bisschen was darüber, wie das zum Beispiel aus der Perspektive von Joni aussieht, dass sie halt irgendwann doch eifersüchtig wird. Auch Fitz meldet irgendwann Besitzansprüche auf so ein junges Mädchen an und solche Sachen. Und das Problem ist, dass manche der Kommunenmitglieder eben auch Kinder haben, die irgendwann auch in die Experimente mit reingezogen werden. Und in der LSD-Kommune aufzuwachsen hat ja dann doch irgendwie nochmal einen gewissen Einfluss so auf die Wertevorstellung, auf das Verhalten und so weiter. Und nach muss man sich halt immer mehr fragen, ob dieses Experiment tatsächlich noch der Wissenschaft dient oder ob das nicht nur ein Trip um des Trips willen ist. Ja, und das ist so ungefähr die Handlung von Das Licht. Ich muss sagen, dass ich das Buch wieder wahnsinnig gut fand, wie auch schon die Terranauten. T.C. Boyle ist ein toller Autor. Florian Lukas, der das Ganze gelesen hat. Also, ich weiß nicht, so ganz glücklich war ich nicht. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass er die Wörter so überdeutlich betont. Also, so Beispiele wie König statt König. Die meisten Menschen sagen König und nicht König. Und das gehört halt zu so einem Hyperkorrektismus. Und das gab es halt im Hörbuch fast die ganze Zeit. Manche Wörter, gerade zum Ende hin, hat er dann doch ein bisschen alltagssprachlicher ausgesprochen. Aber das Ding ist halt auch, er hat natürlich nur eine Stimme und damit halt die ganzen Personen zu lesen, ist manchmal schwierig. Mir haben da manchmal echt die Nuancen gefehlt, um die Personen beim Reden auseinanderzuhalten, wenn jetzt nicht immer das explizit gesagt wurde. Was ich gut fand, wenn er jetzt stand, er hustete oder sonst was, hat er sich das gespart, da noch einen Husten einzulesen. Allerdings heißt es dann auch manchmal, flüsterte oder schrie die und die Person. Und das ist halt durch die Intonation überhaupt nicht rübergekommen. Grundsätzlich die Emotion. Also ich hatte das Gefühl, dass er das immer mit so einem gewissen Spott oder Zynismus liest gegenüber dem Buch und den Figuren. Dadurch haben manche Personen in dem Buch auch ein bisschen arrogant gewirkt, obwohl sie das vielleicht gar nicht sind. Das fand ich halt wirklich schade. Aber inhaltlich fand ich das Buch toll. Soweit ich das beurteilen kann, ist es auch recht gut recherchiert. Wobei T.C. Boyle wohl auch so seine eigenen Erfahrungen mit LSD und Drogen hat, weswegen ihm das wohl leichter gefallen sein dürfte. Ja, ich fand das total spannend, ehrlich gesagt, so das zu lesen, eben über diese Entwicklung. Es ist sogar relativ wertefrei geschrieben, das Buch, was ich sehr erstaunlich finde, weil man dann ja doch meistens eine Meinung drüber hat, aber das war ja auch schon bei die Terranauten so. Es wird halt einfach nur geschildert und man kann sich selber ein Urteil bilden, wobei man dann doch zum Ende hin immer mehr so die negativen Aspekte auch von dieser Kommune mitkriegt. Und ich sagen muss, also ich habe dem Ganzen von Anfang an skeptisch übergestanden und zum Ende hin war ich eigentlich nur noch überzeugt, dass das eine ziemlich dämliche Idee war, was die da gemacht haben. Also bestimmt im Namen der Wissenschaft wären so 1, 2 Menschenversuche nicht verkehrt gewesen zu LSD, um rauszufinden, wie es wirkt.
Aber diese Kommune hätte es, glaube ich, nicht gebraucht. Jedenfalls nicht aus wissenschaftlicher Sicht. Ja, also auf jeden Fall ist das ein ziemlich interessantes Hörbuch. Ich fand es gut gemacht. Was ich sehr schön fand, die Kapitel bzw. Abschnitte sind wahnsinnig kurz. Ich habe mir ja die CD dann aufs Handy kopiert. Es waren dann so 253 Einzelstücke, ungefähr 3 Minuten. Das kann man halt wahnsinnig gut hören. Auch mal nochmal was nochmal hören. Man hat es auch einfacher, wenn man mal irgendwas nicht mitgekriegt hat oder so, das wiederzufinden oder auch mal zu unterbrechen. Das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm. Ja, insgesamt gebe ich diesem Hörbuch den silbergoldenen Bücherengel. Ich hoffe, dass euch diese Rezension gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!